Die Suche nach Grand Canyon ergab in diesem Fall jetzt 58 Millionen Suchergebnisse. Darunter sind aber auch viele englischsprachige Seiten, die in meinem Fall jetzt nicht wirklich hilfreich sind. Um jetzt etwas schneller suchen zu können, macht es Sinn, wenn ich da diese Ergebnisse noch etwas filtere. Sehr einfach lässt sich das über diese Tools machen. Hier kann ich nämlich nach einer bestimmten Sprache filtern. Ich wähle jetzt nur Seiten auf Deutsch. Wenn ich die Tools wieder ausblende, so siehst du, mittlerweile habe ich nur noch 612.000 Ergebnisse. Es wurde also merklich eingedampft und entsprechend habe ich jetzt viel mehr Seiten, die mir unmittelbar etwas bringen. Wenn du eine gezielte Information brauchst, so macht es auch Sinn, dass du dies über möglichst gezielte Begriffe suchst. Ich suche jetzt nach Eintrittspreis und du siehst erneut, habe ich jetzt weniger Ergebnisse, nämlich nur noch 3620 und hier komme ich jetzt sehr schnell dann zu den gewünschten Informationen. Ein weiteres Beispiel, in diesem Fall habe ich nach Someone Like You gesucht, ein Song von Adele und tatsächlich Google hat diesen Song gleich zu oberst angezeigt, weil offenbar viele andere natürlich auch nach diesen Wörtern suchten. Es wurden aber enorm viele Ergebnisse gefunden, 183 Millionen, weil das ja letztlich Allerweltsbegriffe sind, die in ganz verschiedenen Zusammenhängen vorkommen. Wenn ich jetzt nach diesen Worten genau in dieser Reihenfolge suche, zum Beispiel eben bei einem Songtext oder bei einem Zitat eines Politikers, so setze ich diese Wörter in Anführungs- und Schlusszeichen und jetzt werden diese Wörter genau in dieser Reihenfolge hier gesucht. Und mittlerweile habe ich schon nur noch einen Zehntel, 13 Millionen Ergebnisse und wenn ich zusätzlich noch nach Adele suche, so sind es erneut deutlich weniger, weil jetzt nur noch nach diesen Worten in dieser Reihenfolge im Zusammenhang mit dem Suchbegriff Adele gesucht wird. Und noch ein Beispiel, Mammut ist also nicht nur dieser Vorläufer des heutigen Elefanten, sondern auch eine Bekleidungsmarke. Hier kann ich gewisse Begriffe ausschließen, indem ich ein Minus davor schreibe. Nehmen wir Outdoor. Weil das eine Outdoor-Marke ist, so habe ich jetzt bereits weniger Treffer, statt 29 Millionen nur noch 20 Millionen. Und wenn ich jetzt aber zusätzlich wieder Steinzeit angebe, so werden mir nur noch Seiten angegeben, in denen Outdoor als Begriff nicht mehr vorkommt, dafür Mammut und Steinzeit. Und eine letzte Möglichkeit, die Anzahl der Treffer einzugrenzen bzw. präziser zu suchen, findest du unter Einstellungen, erweiterte Suche. Hier hast du noch viel mehr Möglichkeiten, mit bestimmten Begriffen und Befehlen die Suche einzugrenzen. Du kannst nach einem bestimmten Land oder einer Region suchen. Übrigens wie auch schon in den Tools. Genauso wie in den Tools kannst du auch den Zeitraum noch nachträglich festlegen und damit nach zum Beispiel sehr aktuellen Seiten suchen. Und möglicherweise könnte interessant sein, dass du nach bestimmten Formaten, in diesem Fall PDF zum Beispiel, suchen kannst. Und zu guter Letzt nach bestimmten Lizenzen, also nach Seiten, auf denen du die Informationen weiterverwenden darfst. Manchmal hat man aber auch das Problem, dass man zu wenige Treffer findet oder völlig unbrauchbare. Dann lohnt sich ein Blick auf die Rechtschreibung. In diesem Fall ist Rheinfall natürlich nicht dieser Wasserfall in der Nordschweiz, sondern
im Prinzip ein Misserfolg. Die Schweizer Sehenswürdigkeit würde man mit einem H schreiben. Und jetzt siehst du, auch hier haben wir deutlich mehr Ergebnisse und vor allem natürlich ausschließlich solche, die tatsächlich mit meinem Thema zu tun haben. Wenn du zu wenig oder zu wenig brauchbare Ergebnisse hast, so kann es auch sein, dass der Begriff vielleicht einfach zu präzise oder zu eingeschränkt war. Anstatt Velo könntest du auch noch Fahrrad suchen. Oder manchmal bringt es auch etwas, wenn man den englischen Begriff sucht. Vor allem dann, wenn man Bilder sucht, weil bei den Bildern ist es ja eigentlich egal, ob es jetzt mit einem deutschen oder einem englischen Wort verbunden ist. Und ein letzter Tipp, falls du mit Google jetzt nicht zum Ziel kommst, probiere es mal mit einer anderen Suchmaschine wie Bing von Microsoft oder DuckDuckGo. Gerade diese Suchmaschine könnte sehr interessant sein, weil sie eben keine Daten über dich sammelt. Sie ist also, was die Privatsphäre betrifft, wesentlich besser als ihre Konkurrentinnen.